Ach ja, der Valentinstag. Ein Tag zum Dahinschmachten. Aber sicherlich auch ein Tag, um mal jemandem eine Freude zu machen. Ja, wir haben hier die Valentinsaktion gemeinsam mit City Vision veranstaltet und wir haben Gewinner gefunden, die jetzt ihre Geschenke abholen kommen. Ja, und wer die Wahl hat, hat bekanntlich die Qual. Drei Gewinner durften aus diesen 5 wunderschönen Gläschen auswählen. Und liebe Männer, lasst es euch an dieser Stelle von einer Fachfrau gesagt sein. Es muss nicht immer die rote Rose sein. Eigentlich sind die bunten Frühlingsblumen jetzt viel schöner und man kann da so tolle Sträuße machen und mitgestalten. Dann ist eine rote Rose eigentlich schon langweilig. Dito, die stand deswegen ja auch nicht zur Auswahl für die Gewinner. Apropos Gewinner, die waren nämlich teilweise schon erschienen und sie wurden sich schnell einig bezüglich ihrer Auswahl. Ich habe mir hier dieses Gesteck ausgesucht. Die Farben sagen mir zu. Sieht schön aus. Ich wollte Hitas gerne haben. Gefällt mir am besten. Meine Frau ist leider nicht dabei zum Aussuchen, aber ich denke, ihr wird es gefallen. Und warum hat sie das verdient? Weil sie meine Liebste ist, sage ich mal. Wir auch schon sehr lange zusammen sind und auch, hoffe ich, noch sehr lange zusammenbleiben werden. Die Aktion heute könnte dabei doch sicher helfen. Die beiden sind also schon versorgt und nehmen ihre Blumen an sich. Und wenig später trudelt dann auch die letzte Gewinnerin ein. Ein fachmännischer Blick und... Ich nehme das hier. Das gefällt mir. Okay. Sieht süß aus. Ja, dürfen Sie es gerne nehmen. Ja, gerne. Bitteschön. Kann man das ein bisschen einwickeln? Na klar kann man. Dankeschön. Und dankeschön für die Einladung. Ja, gern geschehen. Und so zogen auch diese glücklichen Gewinner von dannen. Und damit war dann für alle gesorgt. Naja, fast, denn Frau Bolten kam wegen einer besonderen Mission noch einmal zurück. Das ist ein Auftrag von meinem Chef. Soll einen schönen Strauß aussuchen für seine Frau. Und ist ja gelungen, oder? Ja, das kann man wohl so sagen. Und wir wünschen allen Verliebten und denen, die es noch werden wollen, einen ganz schönen Valentinstag.